Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit durch meinen Tag. Was war das denn? Durch meinen Tag. Ich habe ein bisschen was geplant und zwar wollte ich wieder gemeinsam mit euch kochen. Das wünscht ihr euch ja immer wieder. Und zwar gibt es die Lieblingssuppe von Max. Und ansonsten gehe ich später noch einkaufen, auch gemeinsam mit euch. Das interessiert euch ja auch immer wieder, was ich so an Lebensmittel für uns kaufe. Hier habe ich noch ein paar Sachen zurechtgelegt vom Kinderwagen. Da wollten auch viele wissen, welchen Kinderwagen wir denn jetzt haben. Ich habe den tatsächlich schon eine ganze Weile und bin den fleißig am Testen. Mal schauen, ob ich das noch mit in dieses Video mit reinpacke. Muss ich mal gucken, wie ich hinkomme. Wir gehen dann auch noch eine Runde mit Bella und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Ansonsten hat mir hier der Postbote was ganz Tolles gebracht. Ich muss doch wieder hier hin, weil mir die Sonne voll ins Gesicht ballert. Ja, die Blumen sind von meinen Conjos, nachträglich zu meinem Geburtstag. Ich habe mir vorhin die Karte noch durchgelesen und war total traurig. Ja, deswegen habe ich sie jetzt noch nicht ausgepackt. Ich muss die jetzt allerdings mal ins Wasser stellen, damit sie nicht kaputt gehen. Ich danke euch auch nochmal ganz herzlich für das Feedback zu meinem Video ja, aus Italien. Es war tatsächlich alles sehr traurig und es ist tatsächlich noch traurig. Also das ist keine Frage und das verheimliche ich auch nicht. Ich thematisiere das nur nicht so arg, sagen wir es mal so. Ich hatte vor 2 Monaten auch noch ein Video dazu abgedreht. Ja, zu der Zeit, die ich in Italien verbracht habe, um meinen Vater zu begleiten. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das online stelle, also da muss ich mal gucken. Ja, und deshalb war ich, wie gesagt, ein bisschen traurig über diese wunderschönen Blumen, weil da einfach eine ganz tolle Karte mit dabei war von meinen Conjos und mich das nochmal so ein bisschen aufgewühlt hat. Ja, also dann machen wir das jetzt erst und dann starten wir in diesen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und es war ein mega langes Intro und los geht's. Gott, so wie schön. Wahnsinn. Und zwar gibt es dem Max sein Lieblingsgericht. Es ist eine Suppe mit Hähnchenbrustfilet, also klein geschnitten. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen was vorbereitet. Einmal Karotte, geschält und klein geschnitten. Einen Salat habe ich klein geschnitten, den wasche ich gleich. Und ja, dann nehme ich euch ein bisschen mit. Den Apfel schneide ich jetzt gleich noch klein, der kommt nämlich auch mit rein. Hier ist noch Ingwer und es ist so lecker, die Suppe, wirklich. Also vielleicht habt ihr ja mal Lust, die nachzumachen. Und für uns mache ich noch einen Tomatensalat. Ja. Also es kommen erstmal alle klein geschnittenen Zutaten in einen Topf. So. Kokosmilch kommt noch dazu. Na ja, klar, kommt jetzt nicht raus. Moment. So, jetzt. Und nicht wundern, dass es hier brutzelt. Das ist noch für 2 meiner anderen Jungs. Dann kommt noch Mango-Chutney mit rein. Das ist gerade ein bisschen schwierig mit einer Hand, ne? So, einmal und zweimal. Ich schreibe euch aber das genaue Rezept noch unten in die Infobox. In der Zwischenzeit habe ich jetzt schon mal die Salate vorbereitet. Einmal, wie gesagt, den Tomatensalat, ganz viele rote Zwiebel, Olivenöl, Salz und Balsamico. Und hier werde ich jetzt auch gleich noch das Dressing machen. Salz habe ich jetzt schon mal drauf. Hier ist jetzt Eisbergsalat, Paprika und auch rote Zwiebel. Für 2 meiner Jungs gibt es übrigens Haché mit Reis. Das ist allerdings noch von gestern übrig geblieben. Deswegen mache ich das jetzt warm und der Gianluca wollte eben noch Spätzle dazu haben. Brokkoli habe ich jetzt extra hier in der Brühe gekocht. Das ist nämlich für meinen Mann und mich. Da kommt ja dann das Fleisch rein. Und deswegen mache ich das jetzt so. Und die Brühe brauche ich dann eben für dieses Gericht. Und da ist der Löffel drin. So, jetzt aber. Dann müsst ihr euch das Ganze natürlich noch nach eurem Geschmack würzen. Pfeffer mache ich rein und Curry ist aber ganz wichtig. Moment, wo ist die Öffnung? Hier. So, Moment. So, jetzt haben wir es aber. Curry ist ganz wichtig bei dem Gericht. Also das habe ich jetzt ungefähr 10 Minuten köcheln lassen und jetzt kommt die Hähnchenbrust rein. Die kommt dann aber, wenn sie fertig gekocht ist, sorry für den Dampf, wieder raus, weil ich sie ja dann noch klein schneiden muss. Und in der Zwischenzeit püriere ich dann die Suppe durch. Das Fleisch habe ich jetzt raus und jetzt püriere ich die Suppe durch.
Also das Fleisch habe ich jetzt klein geschnitten. Das kommt jetzt hier rein. Okay, das schaffe ich jetzt nicht so gut mit einer Hand. Mache ich gleich, wenn die Kamera weg ist. Hier habe ich jetzt noch Ingwer klein geschnitten. Das mache ich immer so, dass ich den nicht durchpüriere. Deshalb kommen da große Stücke rein. Die kann man dann wieder rausfischen. Rein jetzt für den Geschmack. Dann kommt noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Und eigentlich auch Chili. Aber ich habe jetzt gerade leider keine Chili. Für meinen Mann und mich gibt es übrigens ein bisschen Resteverwertung. Und zwar hatte ich noch Nudeln übrig. Und da habe ich jetzt eben den Brokkoli dazu, ein bisschen Käse drüber. Und das lasse ich jetzt hier in der Pfanne so richtig schön anrösten. Und hier ist die Suppe. Und dazu gibt es eben Reis. Und da freut sich jetzt der Max schon riesig drauf. Also wir starten durch. So sieht es jetzt hier bei uns aus. Hier ist ein Teller schon angerichtet. Die anderen muss ich jetzt noch anrichten. Und vor allen Dingen auch mein Essen natürlich holen. Jetzt ist mein Essen auch fertig. Jetzt lassen wir es uns schmecken. Max, freust du dich wegen der Suppe? Mhm. Kannst ruhig zeigen, dass du ein Handy in der Hand hast, Schatz. Alles gut. Komm, Bella. Ah, das war so lecker. Mal wieder Fresskoma des Grauens. Vielleicht wollt ihr das ja mal nachmachen. Max hat sich auf jeden Fall sehr gefreut über seine Suppe. Und hier wollte ich euch was zeigen. Das haben die Kinder gebaut. Ist das nicht schön? Ich finde es immer ganz toll, wenn ich sowas sehe. Ja, zum Kinderwagen wollte ich euch noch ein bisschen was sagen. Und zwar ist es so, dass ich das Unboxing mitgefilmt habe. Das kann ich euch jetzt auch gerne mal einspielen im Schnelldurchlauf. Es ist so, dass alles total selbsterklärend war. Also ich hasse es ja, Gebrauchsanleitungen durchzulesen. Ich bin ehrlich. Aber es ging wirklich total einfach. Ruckzuck, paar Minuten habe ich den Kinderwagen alleine zusammengebaut. Und ich finde ihn halt total stylisch. Dass es eine limitierte Edition ist. Den gibt es auch noch in rosa. Und ich bin voll der Kinderwagen-Freak. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe schon so, so viele Kinderwagen gehabt. Gut, ich habe ja auch 5 Kinder. Ich hatte vom Gästlein, Hartan, Peck Perigo, Prenatal schon alle möglichen Marken. Aber der hier von Stocke, das ist wirklich ein absolutes, ja, Schmuckstück. Der ist wunderschön, der lässt sich super fahren. Ich hatte es euch ja schon mal erzählt, dass ich einen anderen Kinderwagen hatte, den ich dann auch zurückgeschickt habe, weil ich total unzufrieden war von der Federung her. Also da hast du gemeint, das Kind bekommt eine Gehirnerschütterung, während du hier fährst. Das ging gar nicht hier auf diesem Feldweg. Und hier bin ich nun mal total oft. Klar, wenn man jetzt in der Stadt wohnt und auf einem geteerten Weg läuft, geht das wahrscheinlich. Keine Ahnung, auf jeden Fall war der schrecklich, der Kinderwagen. Und der hier wirklich, also ihr könnt es ja sehen, also da passiert wirklich gar nichts. Und der lässt sich super fahren, auch hier so mit einer Hand. Ihr seht, ideal für den Kofferraum, geht ganz leicht zusammenzuklappen, nimmt wenig Platz weg. Und ich finde ihn halt, wie gesagt, wunderschön, auch mit diesem Sonnenverdeck hier, auch ideal. Denkt bitte dran, macht keine Tücher über den Kinderwagen, das erhitzt sich so derartig da drin, sodass die Kinder ins Koma fallen können, weil sie ihre Temperatur ja nicht regulieren können. Bella liegt hier mitten im Weg. Okay, danke Bella. Gut, dass ich sie noch gesehen habe. Und ja, also deswegen ist dieses Sonnensegel wirklich ideal.
Und wenn ihr noch nähere Informationen haben wollt, dann schaut gerne mal unten in die Infobox bzw. schaut auf der Stocke-Seite. Das ist keine bezahlte Kooperation, ich will es nur mal ganz kurz dazu sagen. Und wenn es eine bezahlte Kooperation wäre, dann würdet ihr sowieso wissen, dass ich immer die Wahrheit sage. So wie ich den anderen Kinderwagen eben auch weggeschickt habe. Also da kenne ich ja nichts. Das finde ich dann einfach nicht in Ordnung, wenn man nicht bei der Wahrheit bleibt. Vorne habe ich dann noch eine richtig stylische Einkaufstasche und eine Wickeltasche ist auch noch dabei. Die kann man einfach ja, befestigen. Da sind zwei Karabinerhaken und halt auch total leicht zu verstellen. Also das heißt von der Liegeposition zur aufrechten Position. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und wie gesagt, alles in allem ist es wirklich ein mega Kinderwagen. Also falls ihr noch auf der Suche seid, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Ja, so viel zum Kinderwagen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, was wir daheim noch so machen. Und heute Abend muss ich, wie gesagt, einkaufen. Bin mal gespannt wegen dem Wetter. Also noch scheint wunderbar die Sonne. Und es ist wirklich schön warm. Also wir genießen gerade den Spätsommer. Und ja, mal schauen, wie das jetzt heute Abend wird. Also ich bin völlig außer Atem und würde sagen, wir sehen uns dann später. Und hab. Wow, ich kann ja wieder super weit werfen, ne? So ist fein. So, so ist fein. Bella? Okay. Soll ich nochmal werfen? Und zack. Die wird sich auch denken, oh mein Gott. Kann mal bitte das Härchen kommen, der wirft viel, viel weiter. So ist fein, ne? Der Alessandro ist jetzt auch wieder zu Hause und jetzt hat er mir gerade gesagt, dass er 26 Kilometer gefahren ist mit dem Fahrrad. Zeig mal auf deiner Uhr, Schatz. Ganz stolz. Zeig mal. Sieht man's? 26,87. Jawohl. Mega gut gemacht, Schatz. Ein paar Stunden später, da bin ich wieder. Ich fahre jetzt zum Einkaufen. Das Wetter ist jetzt irgendwie nicht mehr das Beste. Also ja, jetzt ist plötzlich total düster und kalt. Deshalb habe ich hier mein Cardigan und ich würde sagen, wir sehen uns dann nach dem Einkauf wieder. Also ich zeige euch meinen Einkauf und sag mal bis später. So, ich bin jetzt vom Einkaufen zurück und nachdem ganz, ganz viele immer wissen wollen, was ich denn so einkaufe, zeige ich es euch im Überblick und zwar ganz schnell. Für alle, die es nicht interessiert, die können ja vorspulen. Ich hole das jetzt mal eben alles hier raus und zeige es euch, wie gesagt, ganz schnell. Und zwar fangen wir hier auf dieser Seite an. Ich habe Käse mitgenommen für meinen Mann und mich. Dann habe ich mitgenommen Gemüse, Karotten für den Liam und eine Bio-Süßkartoffel. Habe ich noch nie probiert, deshalb habe ich eine mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es ihm schmecken wird. Dann eine Gurke, eine Paprika. Für 1,79 Euro ist es wirklich unglaublich. Also die wurde gewogen. Es ist unglaublich, was das Obst in Deutschland kostet, wenn ich das meiner Mama erzähle. Also die erzählt mir wahrscheinlich was anderes. Dann habe ich mitgenommen einen Kürbis, der ist auch für den Liam. Rote Zwiebeln habe ich und Knoblauch. Dann hier auf der Seite habe ich diese Teile mitgenommen. Die hatte ich euch auch mal auf Instagram gezeigt. Und zwar gibt es da immer Gyros. Das mögen meine Söhne total gerne. Einfach Hähnchenbrustfilet klein schneiden, also geschnetzeltes. Und dann würzen nach Gyros-Art eben und dann in diese Teigtaschen. Da kann man dann auch noch Gurke reinpacken, Tomate, Krautsalat, alles, was einem halt schmeckt. Und das Ganze wird vorher aber im Toaster gepackt, ne, damit es auch warm ist. Hier habe ich auch noch Käse. Dann habe ich diese Teile gekauft. Oh mein Gott, ich liebe sie. Wer kennt die bitte? Die sind so, so lecker und die waren im Angebot. Und dann wollte der Alessandro diesen Kakao hier für unterwegs. Linsen habe ich mitgenommen, wenn es mal schnell gehen muss. Eigentlich habe ich natürlich die ungekochten, aber wie gesagt, wenn es mal schnell gehen muss. Hier sind die süßen Sachen. Einmal Kinder Bueno und Alessandro wollte diese Waffeln. Hier habe ich dann noch Obst, Banane, Mango, Ananas, Heidelbeeren, Himbeeren. Finde ich total ätzend, dass die so in Plastik eingepackt sind. Ganz ehrlich, ich ärgere mich da so, so doll drüber. Aber wir haben nur einmal die Woche Markt und ja, heute ist halt nicht Markt. Und deshalb musste ich die mitnehmen. Und dann noch zwei Nektarinen. Und dann habe ich hier noch den Lauch mitgenommen, Hotdogbrötchen. Und nachdem ich es leider nicht zum DM geschafft habe, habe ich das einfach bei Edeka mitgenommen fürs Bad. Und dann habe ich auch noch Zahnpasta mitgenommen. Hat auch wieder gefehlt. Und diese Teile, die sind jetzt nicht so besonders gut, aber
Ja, wie gesagt, ich habe es leider nicht zum DM geschafft und ich brauche unbedingt was zum Abschminken. Und dann habe ich auch noch Bio-Blattspinat mitgenommen. Das kennt ihr ja, das mag ich ja super gerne. Und hier Feldsalat und ja, auch hier nervt mich total die Verpackung. Aber wie gesagt, wir haben halt leider nur einmal die Woche Markt. Und hier drüben habe ich noch bei der Chibo-Ecke diese Handtücher hier gefunden. Die fand ich auch richtig, richtig schön. Die sehen so aus, so türkis. Genau, habe ich zwei Stück mitgenommen, hier und hier. Und für mein Bügelbrett dieses Teilchen hier. Nicht so spektakulär, aber es hat nur 10 Euro gekostet. Und mein Teil sieht wirklich richtig schlimm aus. Und das fand ich auch richtig schön. Allerdings hatten sie nur eins, was ich richtig blöd finde. Ich wollte es auch noch für die anderen Bäder, also werde ich auf jeden Fall noch zwei kaufen. Ich muss mal schauen in der anderen Filiale. Finde ich richtig schade, weil ich finde es echt total stylisch und es wird super gut zu unserem Bad passen. Jawohl. Und das war es eigentlich soweit im Überblick von meinem Einkauf. Und ja, jetzt muss ich ganz schnell die Wäsche reinholen, denn es hat angefangen zu regnen. Das gibt's ja wohl nicht. Und hier ist schon die nächste Wäsche parat. Und die muss ich jetzt alle hier reinstellen. Und jetzt bereite ich mir noch was richtig Leckeres vor. Hier mit dem Joghurt, müsst ihr unbedingt mal probieren. Naturjoghurt, ganz viele Früchte rein und dann das Ganze mit ein bisschen Topping. Mega, mega lecker, wirklich. Mache ich mich jetzt mal dran. So, und jetzt kommt noch das Topping drauf. Ein paar Flohsamen, Chiasamen, ein bisschen Schokogewürz. So sieht es jetzt aus. Ananas ist noch hier und dann geht's weiter. I belong to you. Do just what you want.